Gustl Mollat, der zurzeit für die Anzeige von Steuerstraftaten seit über 7 Jahren in der psychiatrischen Forensik quasi in Geiselhaft von Finanzmafiosi, Bankstern, Ganoven und ihren politischen Bütteln zu leben hat, geht trotz all dem Unrecht, das ihm angetan wurde, den friedlichen Weg. Und ich erlaube mir hier, euch etwas vorzulesen. Denn gerade CDU und CSU behaupten ja, christlich zu sein. Ich sehe davon nichts. Und immer mehr Leute fragen sich, was davon ist dort vorhanden, außer Heuchelei und Lüge. Denn das ist die Gnade, wenn jemand ohne Schuld Unrecht leidet, weil sein Gewissen an Gott gebunden ist, wie bei Bradley Manning, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte, bei Snowden, bei Gustl Mollat oder den hessischen Steuerfahndern. Wenn ihr wegen eurer guten Taten leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Hat doch auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgen sollt. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Munde kein Betrug war, der nicht mit Schmähungen antwortete, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, sondern es dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der Pfad des Nichtvergeltens. Lasst uns Jesus betrachten, wie er sein Kreuz auf der Straße nach Golgotha trug. Er war von seinen Jüngern verraten worden. Seine engsten Freunde hatten ihn in der Stunde größter Not verlassen. Und einer hatte sogar behauptet, ihn nie gekannt zu haben. Er war vom Volk verraten worden. Er hatte ihnen bis zur Erschöpfung durch Wort und Heilung gedient. Und sein Lohn? Sie schrien, kreuzige ihn. Er war vom jüdischen Hohen Rat verraten worden. Nicht weniger als 15 jüdische Gesetze wurden bei seiner Verhaftung und dem Verhör übertreten. Erkennen Sie die Parallelen? Sie verstießen schamlos gegen die Gesetze, um ihn verurteilen zu können. Er hatte niemals gesündigt und das Gebot der Liebe stets gehalten. Aber ihm wurde sogar versagt, nach den Grundsätzen des Zivilrechts gerichtet zu werden. Erkennen Sie die Parallelen? Er wurde von den Römern verraten. Pilatus wusste, dass er unschuldig war. Herr Seehofer, auch Sie kennen Internas. Nach römischem Gesetz war er verpflichtet, ihn freizulassen. Aber er fürchtete, dass der bevorstehende Aufstand ihn in Ungnade beim Kaiser bringen würde. Darum brach er das Gesetz, um sich selbst zu retten. Wie oft werden Unschuldige, auch heute bei uns, auf dem Altar eitlen Ehrgeizes geopfert? Jesus war Mensch. Meinen wir etwa, dass er immun gegen diese Behandlung war? Die Schande, die eindeutige Ungerechtigkeit, die Grausamkeit, die Feigheit seiner Freunde, das Gefühl, verlassen und verraten zu sein, lagen sicher schwer auf seinem liebenden Herzen. Zu alledem kam noch das schwere Kreuz, grob auf seinen Rücken gelegt, der von den grausamen Peitschenhieben bereits zerfetzt war. Schauen wir tief in sein Herz hinein.
Wir sehen und staunen, dass es hier keinen Groll gibt, keine Rachegedanken, kein Verlangen nach Selbstverteidigung, keine Bitterkeit, kein Selbstmitleid. Stattdessen sehen wir Sanftmut, Freundlichkeit, Demut, Bejahung und nichts als Liebe für seine Peiniger. Er litt und war auf dem Wege, gerade für diejenigen zu sterben, die ihn verraten. Für diejenigen, die ihn feige wie alle Beteiligten im Verfahren Mollern, feige wie die Gutachter, feige wie die Leiter und das Personal der forensischen Klinik, feige wie die Staatsanwaltschaften, feige wie jene, die ihn verschleppten. Für diejenigen, die ihn feige verlassen hatten in der Stunde seiner größten Not. Ja, für die Männer, die eben jetzt die Nägel in der Hand hielten. Wahrlich, die Liebe ist unbegrenzt, wenn es gilt, uns emporzuziehen. Dies ist unabänderlich. Wir brauchen eigentlich keine andere Begründung. In Römer 12, 10 bis 21, Matthäus 5, 38 bis 45 und so weiter lesen wir: Segnet, die euch verfolgen. Segnen wir die, die Gustl, Mollat verfolgen. Segnen wir sie reichlich. Lassen wir auch jenen die 30 Silberlinge zukommen, die sie so dringend nötigen. Rächet euch nicht selbst. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich aber sage euch, dass ihr euch dem Bösen nicht widersetzen sollt. Liebet auch eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Bitten wir für sie. Segnet, die euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wir werden nicht nachlassen. Wir werden friedlich, laut, angemessen, verbindlich, bestimmt und mit absoluter Konsequenz dafür eintreten, damit die Werte der Menschenrechtscharta, die Werte unseres Grundgesetzes, auch vor Transformation durch superreiche Eliten geschützt werden. Dafür werden wir uns wieder und wieder für die Freiheit von Gustl Mollat, für
Gerechtigkeit hier mit einer Mahnwache versammeln wie an anderen Orten. Und wir werden mehr werden. Es gab mal eine Geschichte von einer kleinen Zahl von 12. Manchmal sind es wenige, die beginnen. Wir werden am nächsten Montag weitermachen und ihr seid alle eingeladen. Ich darf jetzt mal übergeben, denn für die nächste Woche haben wir ein paar kreative